Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Der Club der Reichen, wie viel Ungleichheit verträgt das Land? Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende Hermann Otto Solms, der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann, der Soziologe und Elitenforscher Bettina Weiguni, die Wirtschaftsjournalistin Christoph Gröner, der Unternehmer und Selfmade-Millionär. Herr Gröner, Sie machen etwas, was für einen Reichen sehr ungewöhnlich ist. Sie gehen in die Öffentlichkeit und reden über Ihren Reichtum. Warum? Na, ein Teil der Neiddebatte ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass sich in unserem Land die Reichen eben auch verstecken. Und wir müssen von beiden Seiten arbeiten. Wir müssen aufklären, dass Reichtum keine Sünde ist und auch nichts Schlechtes ist. Und wir müssen die Neiddebatte beenden. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen und dafür werben, dass sich Reiche eben auch zeigen und auch zeigen, dass sie in Deutschland eine sehr wichtige Rolle einnehmen und ganz wichtig sind. Und sie zeigen sich und sie reden über sich und auch ihr Vermögen, über das, was sie tun. Sie tun das an bemerkenswerten Orten und mit deutlichen Sätzen. Wenn Sie 215 Millionen haben, schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, Sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert. Sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert. Sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Wenn man seinen Wohlstand nicht mehr verlieren kann oder glaubt, ihn nicht mehr verlieren zu können, was ist das für ein Gefühl? Das spiegelt ja nicht wider, was für mich zutrifft. Ich bin Mittelständler und wie die meisten Mittelständler in Deutschland hafte ich mit wesentlichen Teilen meines Vermögens. Das heißt, ich sorge dafür, dass mein Betrieb deswegen funktioniert, weil ich für Kredite zum Beispiel bürge. Und ich habe hier über eine Studie gesprochen, die das so sieht und habe darüber Auskunft gegeben und habe nicht mich dort reflektieren wollen. Also es kann sein, dass Sie in, sagen wir, 8 Jahren an der Suppenküche anstehen. Das ist gut möglich. Geht der Immobilienmarkt einen Bach runter. Ich halte weiter Kurs und gehe mit meinen ganzen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, wie zurzeit. Ich bürge zurzeit für mehrstellige Millionenbeträge für Darlehen. Dann werde ich auch sicher nicht in der Suppenküche landen, aber ich werde ganz sicher nicht über solche Vermögen Auskunft geben können. Sie haben aber, wenn ich richtig informiert bin, die Hälfte Ihrer Firma verkauft. Also bevor ich jetzt eine Spendenaktion prophylaktisch einrufe, da wird doch was übrig bleiben. Das ist ja natürlich vollkommen richtig. Ich habe nicht die Hälfte der Firma verkauft, sondern ich habe eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das heißt, ich habe nicht etwa teure Aktien verkauft, sondern ich habe das Unternehmen mit Aktien, mit Kapital versorgt, damit es eben auch in den Größenordnungen, in denen wir heute tätig sind, in der Lage ist, mitzuhalten. Und das Zweite ist, dabei sind die Bürgschaften, die ich gegeben habe, nicht halbiert worden, sondern die valutieren noch voll. Ist das ein gutes kaufmännisches Handeln, wenn man in Ihrem Alter, Sie sind, glaube ich, gerade 50, wenn man dann auch pleite gehen kann, wenn man so viel gearbeitet hat? Wenn Sie eine Berufung haben und wenn Sie einem Weg folgen, dann stellen sich diese Fragen nicht. Eine schöne Antwort. Herr Kühnert, wenn man ab einer bestimmten Größe, das war die Untersuchung, auf die Sie sich da bezogen haben, sein Vermögen nicht mehr verlieren kann und es sich eigentlich immer weiter vermehrt, egal was man macht, wenn man nicht völlig blöd ist und im Casino wohnt. Was sagt Ihnen das? Ja, das sagt vor allem was darüber aus, dass mit der Verteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft was aus dem Lot geraten ist. Mir geht es nicht darum, wie das dann häufig unterstellt wird, eine Neiddebatte zu führen. Ich gönnen Herrn Gröner seinen Reichtum und wie vielen anderen auch. Nur er wird auch selbst zugeben, die Häuser, an denen Sie verdienen, die haben Sie ja nicht alle selbst renoviert, sondern Sie haben Beschäftigte, die für Sie arbeiten. Es gibt Leute, die Ihnen diese Immobilien und Wohnungen am Ende abkaufen. An denen verdienen Sie gutes Geld. Das heißt, Sie profitieren davon, dass es der Gesellschaft insgesamt relativ gut in Deutschland geht und bauen Ihren Reichtum, so wie andere Unternehmer auch darauf profitieren, also von den Rahmenbedingungen, mit denen wir hier arbeiten. Ordentliche Schulen, eine halbwegs funktionierende Infrastruktur und so weiter und so fort. Und deswegen ist es nur gerecht, davon einen ordentlichen Anteil am Ende auch an die Gesellschaft zurückzugeben, damit das alles weiter funktionieren kann. Was wir aber seit Jahren sehen, ist, dass wir eine andere Entwicklung haben. Der Reichtum in Deutschland, über den immer so sehr anonym gesprochen wird, der verteilt sich schon längst nicht mehr über die Einkommen aus Erwerbsarbeit. Der wird nicht darüber verteilt, dass Leute zur Arbeit gehen, zumindest nicht in allererster Linie, sondern es hat sich eine kleine Gruppe von Menschen entkoppelt, die immer größer werdende Vermögen in ihren eigenen Händen hält
und wo wir keine Instrumente als Staat an der Hand haben, um dieser Vermögen habhaft zu werden, um sie wieder nutzbar zu machen fürs Gemeinwesen. Welche hätten Sie denn gerne, welche Instrumente? Naja, wir reden natürlich über die Erbschaftssteuer. Die gibt es natürlich. Die hat auch einen Rang im Grundgesetz, okay, in Deutschland. Sagen wir mal die Stichworte, die arbeiten wir nachher ab. Dann werden wir darauf zurückkommen. Ja, ja, ich verspreche es Ihnen. Klar, wir müssen über eine Vermögenssteuer sprechen, die nicht abgeschafft wird, häufig falsch gesagt, sondern ausgesetzt worden ist in den 90er Jahren. Aber nochmal, mir geht es weniger um das einzelne Instrument. Mir geht es darum, dass wir es vom Ergebnis her betrachten. Wenn jede Partei und auch alle anderen, die nicht in Parteien sind, lange Listen aufzählen können von Dingen, die in diesem Staat nicht ordentlich funktionieren, dass wir Kinderarmut haben, dass Krankenschwestern zu schlecht bezahlt werden, dass die Schulen nicht ordentlich genug ausgestattet sind, dann ist das nichts anderes als der Ausdruck davon, dass unser Gemeinwesen, wie wir es uns wünschen, nicht ausreichend finanziert ist. Und dann ist mein Anspruch an die Einnahmeseite, die wir haben, also an das, was wir durch Steuern reinholen, dass es genug ist, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, nicht mehr und nicht weniger. Und es wird kein armer Deutscher reicher, wenn ich weniger habe. Mit Neid lösen Sie kein Problem, auch nicht Ungerechtigkeit. Und wenn ich mir ein Regattaboot bauen lasse, dann haben doch Leute etwas davon. Die Menschen, die das bauen. Was ist falsch daran, Herr Kühnert? Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ich weiß nicht, ob die Sendezeit ausreicht, um das auseinanderzunehmen. Machen Sie es mal kurz. Es war ja auch ein kurzes Zitat. Naja, also alleine schon, wenn er sagt, davon haben ja auch die Leute was, die so ein Boot bauen oder was auch immer für eine Dienstleistung erbringen. Ganz viele Menschen in Deutschland haben in den letzten 20 Jahren Reallohnverluste erlitten. Und es betrifft vor allem die 30-40%, die niedrigsten Einkommen haben, während bei Herrn Gröner und anderen sich die Vermögen vermehrt haben. Insofern geht hier eine Schere, von der wir häufig sprechen, ganz massiv auseinander. Und das sagt sich natürlich so leicht daher. Wenn ich von meinem Reichtum was abgebe, werden andere nicht reicher. Naja, nicht in der Hinsicht, dass von Tasche A das Geld in Tasche B wandert. Aber die Ausgangsvoraussetzungen für die Kinder beispielsweise aus ärmeren Familien werden besser, die heute zu Millionen auch in unserem reichen Land in Armut leben. Und wenn ihnen das kalt lässt, dann ist das seine Entscheidung. Ich glaube, den meisten Menschen geht das nicht so am allerwertesten vorbei, wie ihm anscheinend. Und das ist ein Versäumnis des Staates. Nicht die Umverteilung, sondern was der Staat mit dem Geld macht. Darauf kommt es doch an. Also wenn man sich Deutschland anguckt, das oberste Prozent hat ein Drittel des Gesamtvermögens, die untere Hälfte hat faktisch gar nichts. Das oberste Promille hat 15%. Und selbst im internationalen Vergleich ist Deutschland immer auf einem der drei Spitzenplätze, was Vermögensverteilung angeht, also die Ungleichheit. Nicht so viele Zahlen, ich komme nicht mehr mit. Die investieren, investieren, investieren. Und fragen jetzt wir mal nach dem frage ich Sie noch mal, was würde, wenn Sie jetzt Kühnert folgen wollen und höher besteuern, was würde denn der Staat mit dem Geld machen? Die Investition. Den Flughafen in Berlin fertig bauen. Das, abreißen. Der wird nie fertig. Der wird dann eher abgerissen, es wird ein neuer gebaut. Aber das Entscheidende ist doch, der Staat hat eine Investitionsquote von 10%. Das heißt, die Staatseinnahmen führen wieder zu Investitionen nur von 10%. Und das müsste eigentlich viel mehr sein. Und das meiste geht in den Konsum. Und die Unternehmen investieren 90%. Und das nützt den Arbeitnehmern am meisten. Also, das ist nämlich der Vergleich, den man wenn da der Staat muss. Polizisten, Lehrer und Ähnliche, also, das kann man ja nicht stehen lassen. Wenn der Staat Polizisten, Lehrer und Ähnliche bezahlt, dann sind das keine Investitionen, aber das ist ja sinnvolle Geldausgabe. Muss er machen. Muss ja, er machen. Muss er aber machen. Er hätte viel mehr beispielsweise ins Bildungssystem, in die Schulen investieren müssen. Hätte er, ja. Und auch in die Forschung und Entwicklung investieren müssen. Aber dann riesige Bereiche. Eine eigene Frage, wo die Investitionen hinfließen könnten, wenn das Geld dafür zur Verfügung stünde. Ja, das tut er ja nicht. Und die Sozialdemokraten sorgen ja dafür, dass alles wieder in die Sozialpolitik fließt. Gut, da muss ich in den letzten Jahren gestraft Das führt zu keinen Arbeitsplätzen. Das ist das Problem. Gehen wir da mal der Erfolgsgeschichte nach. Wir gucken gleich noch mal, was in diesem Land vererbt wird, weil das ist ja auch ein Teil dessen. Hier sitzt auch jemand, der eine Stiftung leitet, die sich genau darum kümmert, nämlich, dass das Geld auch ordentlich weitergegeben wird. Es gibt in Deutschland diesen schönen Begriff Neureich. Das müffelt so ein bisschen. Ja? Das ist nicht der richtige Geschmack, das ist nicht der richtige Sessel, den man hat. Herr Gröner, Neureich trifft auf Sie zu, weil Sie sind Lehrerkind. Ihre Eltern waren beide Lehrer. Ist das für Sie ein Schimpfwort, Neureich, oder eigentlich eher so ein Adelstitel für jemand, der das, was er erreicht hat, selbst erarbeitet hat? Ich glaube, das ist wenig von Interesse, aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz hier Bezug nehmen. Erst ist meine Frage beantwortet. Ich komme damit sehr gut zurecht.
Ich habe damit kein Problem. Mich hat noch keiner Neureich betitelt und das ist auch kein Maßstab, wie man benannt wird, sondern ich glaube, man sollte an seinen Taten gemessen werden. Ja, ich versuche ja in Deutschland, woher auch Images kommen, versuche ich ja nachzuspüren und da gibt es altes Geld und Neureich hat immer so ein bisschen, müffelt so ein bisschen. Das war meine Frage, ob Sie es eher als Adelstitel betrachten, weil Geld, was man selbst erarbeitet hat, einen vielleicht auch mehr freut, als wenn man es zu Hause unterm Kissen gefunden hat. Ich würde mal sagen, das Geld, das mein Unternehmen erarbeitet hat oder das ich miterarbeitet habe, ist ja nicht ohne die Unterstützung von altem Geld zustande gekommen. Das lässt sich ja so nicht trennen. Der Mittelstand in Deutschland ist ja, was übergreifend funktioniert, was generationenübergreifend funktioniert und nur deswegen auch so erfolgreich ist und hat ja mit den Kapitalgesellschaften nichts zu tun. Mehr als 2/3 der Arbeitsplätze kommen ja aus dem Bereich des Mittelstandes. Und deswegen geht die Argumentation, die hier links von mir stattfindet, die auch vollkommen an den Tatsachen vorbei. Und ich will noch mal darauf hinweisen, Herr Kühnert hat sich selber widersprochen. Er sagt, ich greife auf ein Bildungssystem zurück als Unternehmer, das gut funktioniert und wir haben gut ausgebildete Kinder. Das Gegenteil ist der Fall und ich glaube, die Debatte um Vermögensverteilung geht an der Sache komplett vorbei. Es geht um das Schulessen auf dem Tisch, das sich eine einfache Familie nicht leisten kann. Und nur darum geht's. Und die Herrschaften, die da sitzen, haben 30 Jahre es nicht fertiggebracht, trotz dreifacher Steuererhöhung. Also dreimal mehr Steuern sind in diesem Land eingenommen worden, 1990 bis heute. Und wir kriegen kein Schulessen auf den Tisch und denken dann drüber nach, wie wir Schulessen finanzieren. Bis heute sind die Kitas nicht gebaut und so weiter. Darunter leidet mein Unternehmen, weil wir keine gut ausgebildeten Leute überhaupt kriegen, weil wir eben mit dieser Armut zu kämpfen haben. Und jeder Unternehmer wäre bereit zu investieren, wenn es bloß nicht Steuer heißt, weil die Steuer wird ja bei der nächsten Wahl irgendwo hin verschenkt, wird irgendwie, um Klientel zu generieren, preisgegeben. Und wir, Herr Kühnert, wo machen wir das? Wo werden die hingeschenkt? Das war doch gerade unlängst der Fall. In dem letzten Wahlprogramm der SPD hat man sich doch versucht, irgendwie jetzt über Hilfestellung über die 20% zu retten. Und sagen Sie doch mal konkret, wem schenken wir Geld? Sie investieren. Aus dem dreifachen Steuereinkommen der letzten 30 Jahre haben Sie es nicht fertiggebracht zu finanzieren. Das habe ich jetzt verstanden, auch wenn ich widerspreche. Wem schenken wir Geld? Sie haben diese Aussage eben getroffen. Sie schenken den Leuten zum Beispiel das Geld, die eben, ich will es mal vorsichtig formulieren, an der Wertschöpfung hier nicht mehr teilnehmen. Ja, und die sich rausstellen, die das Deutschland für sich nicht akzeptieren. Wir haben hier in Berlin 10% Arbeitslosigkeit und wir suchen verzweifelt Menschen, die für uns arbeiten. Wir haben an anderen Stellen wirklich Sorge, noch überhaupt jemanden dran zu bringen, der arbeitswillig ist und der wirklich auch sich hergeben möchte für die 40-Stunden-Woche. Schenken wir 400 ein paar zerquetschte Grundsicherungen im Monat. Meinen Sie wirklich, das ist das Geld, was weggeschenkt wird? Es geht nicht um die Grundsicherung. Es geht nur darum, dass Sie dieses Problem nicht dadurch lösen werden, wenn Sie den kranken Patienten, der Fieber hat, Fieberhemden geben. Sie können nicht ein Unrecht durch ein anderes Unrecht bekämpfen. Wer sich ein Vermögen erarbeitet hat als Mittelständler, dem erklären Sie mal, wieso aus versteuertem Einkommen ein lebenslanger Arbeit sein Vermögen noch mal versteuern soll. Und dann erklären Sie den Bürgern, jeden Tag macht, wenn ich Zigaretten einkaufe, zahle ich von meinem bereits versteuerten Einkommen auch noch mal Mehrwertsteuer und Tabaksteuer auf das, was ich kaufe. Das kann jeder jeden Tag erleben. Nicht nur Sie. Erklären Sie den Kindern, die kein Essen haben, die keinen Zugang zur Bildung haben, erklären Sie diesen Kindern, wieso sie es in den letzten 30 Jahren nicht geschafft hat, hier aufzuholen, trotzdem ihnen sprudelnde Steuereinnahmen zur Verfügung stellen. Das ist ja einfach mit den sprudelnden Steuereinnahmen, wenn Sie das jetzt real sehen, also die Inflation abziehen, relativiert sich das schon sehr schnell. Wir haben noch gar keine Inflation. Wir haben 60% durch Inflation verloren und dreifache Steuern. Sie haben keine Inflation. Das ist eine steile These. Geschätzte Runde. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass wir Rekordsummen haben und der Finanzminister warnt vor Begehrlichkeiten, ist genug Geld da. Der letzte Satz in der Doku, die wir eben gesehen haben, diese bemerkenswerten Doku, da deuten Sie an, dass Sie selbst in die Politik gehen wollen. Warum muss es eine eigene Partei sein? Es geht nicht um eine eigene Partei, sondern Sie gründen gerade eine. Ich würde habe ich im Fernsehen gesehen. Ich stelle die Frage, welche Partei kann sich losmachen von den ideologischen und von den durch die Farben gesteckten Zielen und kann einfach für die Kinder, für unsere Zukunft, für Bildung sorgen. Keine dieser Parteien. Wir sehen doch, dass die Bevölkerung das schon längst für sich erkannt hat. Zählen Sie doch zusammen, was die CDU und die SPD in den letzten 30 Jahren an Stimmen verloren hat. Wieso? Weil diese großen Parteien und die Parteien insgesamt im Bundestag längst keine Konzepte mehr für unsere Zukunft in diesem Land haben. Und dann sollen Sie hier in eine der Parteien einsteigen, die Ihnen erklären, Sie können durch Vermögensumverteilung irgendwelche Probleme lösen. Man sollte mal nach Frankreich schauen. Vermögensumverteilung hat dazu geführt, null
Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit steigt. Macron hat sie wieder aufgelöst, Vermögenssteuer ist zurückgegangen, 3% Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit jetzt geht zurück. Wir können das natürlich alles mal nachmachen, schauen, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht, wenn man nur genug Vermögenssteuer nach oben bringt. Und dann werden die Herrschaften den Macron schön nachmachen können. Also grüner goes en marche. Das ist die Richtung dann, also eine Art Initiative, eine Bewegung, wie es Macron vorgemacht hat, jetzt seit einem Jahr, dahin soll die Richtung gehen. Ich bleibe die nächsten 5 bis 10 Jahre Unternehmer und werde aus der Perspektive mit günstigem Wohnraum in Deutschland da mitwirken, dass wir in die Lage versetzt werden, die Probleme aus dem Blickwinkel der Wirtschaft zu lösen. Und dann bleibt mir hoffentlich noch genug Zeit zu partizipieren. Herr Kühnert, wie versprochen, die Erbschaftssteuer, ein Instrument, um dieses Auseinandergehen der Schere zu stoppen. Wie soll das aussehen? Tja, ich gehöre nicht zu denjenigen, die Ihnen jetzt so ein einfaches Bierdeckelkonzept vorlegen werden und sagen, damit ist das alles zu lösen. Ich glaube, dass wir bei der Erbschaft... Er ist ja auch nicht mehr in der Politik, der das macht. Das ist vollkommen korrekt. Er ist jetzt bei einem großen Investor. Wenn wir in der Politik über wenn wir in der Politik über Erbschaftssteuer sprechen, ist das immer sehr unbeliebt bei vielen Menschen, weil viele, die dort um ihre Pfründe bangen, es über die Jahre gut geschafft haben, den Eindruck zu vermitteln, bei der Erbschaftssteuer würde es um Omas Häuschen gehen, was in der Familie vererbt. Und deswegen wäre mein erstes Kriterium für eine ordentlich geordnete Erbschaftssteuer, dass klar ist, dass wir hohe Freibeträge haben. Mir geht es nicht darum, dass diejenigen, die da in der Familie das Haus weiter vererben oder kleinere Vermögensbeträge, dass die angegangen werden. Dort machen Sie es auch mal nicht konkreter. Das Große. Wo fängt denn für Sie an, eine Linie, oberhalb derer Sie Erbschaftssteuer erheben wollen? Na, ich glaube, wenn wir über 1 oder 2 Millionen beispielsweise sprechen, dann ist Omas Häuschen, und zwar auch, wenn es ein sehr schönes Häuschen mit einem großen Garten ist, nicht mehr abgedeckt. Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, wenn man das fair und gerecht ausgestalten möchte, die man an der Stelle senden muss. Und eine zweite wichtige Komponente ist... Sekunde, kommen wir es der Reihe nach, Frau Weiguni. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum viele Menschen Ungleichheit beklagen in diesem Land? Durch alle Schichten, durch alle Einkommensklassen, aber bei der Erbschaftssteuer, das hat Herr Kühnert ja gesagt, da ist es um Gottes Willen Erbschaftssteuer auf keinen Fall. Omas Häuschen ist immer dieses Klischee, aber es ist ja erarbeitetes Geld 1 bis 2 Mal versteuert. Wenn es die Familie Quandt ist, kann man sagen, das ist wahnsinnig ungerecht und die Kinder, die ja jetzt in dem Fall nur 2 sind, nämlich Stefan Quandt und die Frau Klatten, die haben einen nicht einzuholenden Vorteil anderen gegenüber, aber das Vermögen haben die trotzdem nicht irgendwo liegen, sondern es steckt in BMW, es steckt in anderen Unternehmen, die mal rauf, mal runter gehen und durch die auch eine Region wie München wahnsinnig floriert. Ja, aber wenn die beiden jetzt im letzten Jahr an Dividende über 1,1 Milliarden bekommen haben. Die sind nicht reinvestiert worden bei BMW, das war alles vorher, sondern die haben eine Auszahlung als Aktionäre bekommen. 1,1 Milliarden. Wie versteuert? 2 Personen. In dem Augenblick zu 25% plus Soli, also der übliche Satz halt. Dann kann man sagen, das ist ihr Einkommen, mit dem sie dann frei verfügen können. Das ist, hat mit BMW überhaupt nichts zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite, die 110 Milliarden, die da eben eingespielt worden sind, das sind ja steuerlich erfasste Erbschaftsfälle. Wenn Sie die Freibeträge nehmen, eine normale Familie, ein Ehepartner, 2 Kinder bleiben übrig. Das sind Freibeträge, Ehepartner 500.000, jedes Kind 400.000, sind 1,3 Millionen. Wenn der Ehepartner nicht arbeitet, kommt ein Versorgungsfreibetrag von 250.000 drauf. Wenn einer von den dreien im Haus wohnen bleibt, auch wenn das Haus in München steht und hat nicht mehr als 200 Quadratmeter und er bleibt 10 Jahre drin wohnen, ist das ganze Haus auch steuerfrei. Das heißt, diese 110 Milliarden, über die da eben geredet wurde, das sind in der Regel Erbschaftsfälle zwischen 1,5 und 2 Millionen. Und da kann mir keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, auf solche Erbschaften eine Erbschaftssteuer von 15 oder 20% zu zahlen, weil das kommt in der Regel ja obendrauf bei Personen, die an und für sich auch sonst schon begünstigt sind. Die haben bessere Bildungsvoraussetzungen zu Hause mitbekommen. Dieses, wie macht man Karriere, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Und dann kommt, die haben gute Positionen und dann kommt das immer noch oben drauf. Und das will denen ja keiner komplett wegnehmen. Ich hatte das eben schon mal angedeutet, Sie sind, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Eigentum, Herr Solms. Ja. Deutsche Stiftung Eigentum und deren Ziel ist laut Homepage, Artikel 14, Satz 1 des Grundgesetzes, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Dieses Grundrecht steht in der Verfassung. Ne? Dieses Grundrecht eines jeden Bürgers zu vertreten und einzufordern, ist das Anliegen der Deutschen Stiftung Eigentum. Heißt das jetzt übersetzt, jede Erhöhung der Erbschaftssteuer ist eigentlich ein Angriff auf
das Grundgesetz? Nein, das ist nicht nur das Problem. Man muss erst mal die Probleme richtig erkennen und analysieren. Und wenn ich keinen Schaden für die Wirtschaftsstruktur auslösen möchte, dann darf ich eben nicht beim Betriebsvermögen so hart zuschlagen. Klar, bei dem anderen Vermögen ja, bei dem anderen Vermögen, Wenn man gleiche Kriterien anlegt und das im vernünftigen Rahmen mit Freibeträgen bleibt, habe ich nichts dagegen. Herr Gröner, Sie haben 4 Kinder. Wären Sie damit einverstanden, bis die mal, soll noch lange dauern, Sie wollen ja auch noch in die Politik, bis die mal erben, dass dann die Abschlagsteuer wesentlich höher ist, wären Sie damit einverstanden? Nach dem Motto, wir geben den Kindern auch die Chance, selbst was zu erarbeiten und nicht den goldenen Löffel weitergeben. Wahrscheinlich die Diskussion, die wir haben, ist Spiegelbild dessen, was in Deutschland stattfindet. Man versucht mit Steuern, also mit Zwangsmaßnahmen, also mit Gewalt, irgendwas durchzusetzen. Es kommt ein Steuerbescheid, wenn Sie sich an den nicht halten, gibt es eine Pfändung, das ist ganz einfach. Was ist daran falsch? Weil nicht alle Bescheide durchgesetzt werden, der Rechtsstaat da besonders stark ist und in anderen Fällen leider nicht. Das können wir auch mal außerhalb der Sendung miteinander diskutieren. Ohne Gewalt, über die Drogenparks in Berlin oder sonst wo diskutieren. Mhm. Nein, das Entscheidende ist doch, dass wir das zusammen schaffen müssen. Es muss doch einen Zusammenschluss geben. Es muss doch nicht eine Gruppe geben, sagen, Entschuldigung, wenn Sie es reichen. Wenn Sie mir so einen Happen hinwerfen, was haben die Drogenparks in Berlin mit dem Durchsetzen von Steuerbescheiden? Der Rechtsstaat sich da, wo es besonders leicht ist, durchsetzt und da, wo es schwierig ist, also bei Steuern, es ist ja nachlesbar, was ich verdiene, wo ich es habe, meine Vermögensübersicht liegt dem Finanzamt vor, die können also zugreifen. Da, wo Schattenwirtschaft stattfindet, da, wo Pharmakonzerne zuhalten, da, wo nicht legitimierte... Es gehen 50 Milliarden im Jahr durch Steuerhinterziehung verloren. Das findet doch nicht im Görlitzer Park in Berlin statt, sondern in den Chefetagen der Unternehmen. Also bitte. Es findet die Steuerhinterziehung ganz sicher statt und jeder, der das tut, soll vor Gericht gestellt werden und muss dafür auch einstehen. Aber Sie haben ja gerade nicht erklärt, wie viele Leute ganz honorig ihre Steuern bezahlen und das selbst mit einem selbstverständlich tun, mit Stolz auch. Und genau dieser Angriff ist eben die Wurzel des Problems, das wir in der gesellschaftlichen Verwerfung haben, dass Sie nicht versuchen, über einen Staatsfonds mit der Wirtschaft zusammen, mit den Leistungsträgern zusammen etwas zu erreichen und zu überzeugen, weil jede Investition für jedes Unternehmen wäre sinnvoll, wenn ich nur wüsste, dass es auch dort bleibt. Ich würde mit vielen Unternehmern gerne darin investieren, in die Zukunft, in unsere Kinder, nur in einem Fonds, der zweckgebunden ist, wo ich mir sicher bin, dass das Geld auch dort ankommt. Entschuldigung, da sind Sie nicht alleine. Herr Kind, Milliardär, der hat es noch ein bisschen mehr, der geht in eine ähnliche Richtung. Hab mich vertan, sein Vermögen wird auf 600 bis 700 Millionen geschätzt, nicht Milliardär, wichtige Korrektur. So, also er sagt auch, ich zahle gerne mehr Steuern, aber dafür bestimme ich auch, wohin das geht. Das geht in auch Ihre Richtung. Bei 4%, die wir von unseren Einnahmen der Bund ausgibt, gegen 40%, die wir für Arbeits- und Soziales ausgeben, Da vertun wir uns doch alle an der Zukunft unseres Landes. Das ist doch unglaublich, was hier stattfindet. Dass wir versuchen, ich bin wieder beim Patient, das Fieberhemd Mittel zu geben, aber gleichzeitig nicht in der Lage sind, das, was dafür Sorge tragen könnte, nämlich, dass die Vermögen in Zukunft gerechter verteilt werden, durch gute Ausbildung, durch Kinder, die eine Chancengerechtigkeit sich durch eben Fonds oder durch Zahlungen nicht erarbeiten müssen, sondern die sie vorfinden, wenn sie in Deutschland aufwachsen. Da haben wir das ganz große Dilemma, dass wir uns darüber streiten, wie wir Vermögen verteilen, aber nicht die paar Euros in die Hand nehmen und dafür Sorge tragen, dass jedes Kind ähnlich gut gestellt wird. Frau Weguni, mehr Steuern? Das erinnert mich jetzt ans preußische Dreikatzenwahlrecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das heißt, können Sie mal begründen, warum es hier dran ist? Das erinnert mich daran, je mehr Einkommen jemand hat, umso mehr kann er politisch etwas bestimmen. Hier gibt immer eine Person ist eine Stimme, wenn der wahlberechtigt ist. In Preußen war das anders, da ging es eben nach Einkommen und Vermögen. Und in diese Richtung geht ja... Da können wir uns über den Einfluss, den Geld generiert, können wir ja noch mal reden. Hier ging es ja nur darum, ich sag mal, wie wäre es denn, es würde vielleicht auch die Steuerbereitschaft, die Motivation noch steigern, wenn ich auf der Steuererklärung unten 3 Gebiete ankreuzen kann, wo ich sage, da ist es gut aufgehoben, bei Ihnen wäre das Bildung, Bildung, Bildung. Wenn ich in Köln wohne, würde ich in Köln würde ich vielleicht reinschreiben Bildung und funktionierende Rheinbrücken. Da haben wir nämlich nicht mehr viele von. Ja. Sowas. Der Unterschied dabei ist,
Kinder haben die allermeisten, auch die, die Vermögen haben. Deswegen würden die das auch alle ankreuzen. Diejenigen, die Vermögen haben, haben in der Regel aber keine Leute, die von Obdachlosigkeit oder Armut betroffen sind in ihrer Familie. Und deswegen werden die das auch nicht ankreuzen. Und weil genau diese Gruppe trotzdem gleiche Beteiligungschancen an so einer Gesellschaft haben muss, haben sich kluge Menschen die Demokratie ausgedacht, in der alle das gleiche Stimmrecht haben. Und zwar, Herr Gröner, genau das gleiche wie ich und wie Sie und wie alle, die uns im Moment zu Hause zuschauen. Und deswegen kann eben nicht einer bestimmen, was mit seinem Geld passiert, sondern wenn man denn findet, dass das falsch verteilt wird, und da können wir ja drüber reden, da werden uns alle Sachen einfallen, dann muss man auf die demokratischen Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen. Dann tritt man einer Partei bei oder man gründet eine neue. Da bin ich sehr gespannt, wie viele Anhängerschaft Sie dann finden werden mit Ihren Vorstellungen. Aber das den Versuch Macron, ist es ja sehr gerne wert. Das hat man bei Macron in Frankreich, nachdem der Kollege Sozialist da so abgewirtschaftet hatte, hat man das auch gesagt. Ja. Wer ist denn dieser Macron? Und gut, jetzt ist er schon ein Jahr Präsident. Er ist ja dann auch gewählt worden am Ende. Aber er hat im ersten Wahlgang, als es 4 Kandidaten gegeben hat, von den Wahlberechtigten keine 14% gekriegt. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber er ist jetzt gewählt. Ja, natürlich, klar, das ist das französische Wahlsystem. Und die Gegenkandidatin hat dafür gesorgt, dass alle anderen gesagt haben, dann Ich finde schon auch, dass Sie breit aufgestellt sind als Elitenforscher und auch über die Landesgrenzen. Naja, aber wir müssen noch sehen, es geht doch nicht nur darum, ob wir am Ende ein ungleiches Wahlsystem haben. Das wird hier glücklicherweise niemand am Tisch am Ende durchsetzen können, sondern dahinter steckt ja ein Gedanke davon, dass es einem eigentlich als reichem Mensch mehr zusteht, Einfluss zu nehmen auf die Prozesse in der Gesellschaft. Und das haben wir ja in Ihren O-Tönen vorhin genau gesehen. Gucken wir uns gleich noch genau an. Bisher habe ich alle Versprechen eingehalten. Wunderbar, alles in Ordnung. Wenn ich freiwillig leiste, kann ich doch wohl darüber bestimmen. Das ist doch völlig Sie können unfair. All Ihr Geld freiwillig hingeben, was wo immer Sie möchten. Was ist jetzt kein Problem, nur die Steuern sind davon unbenommen. Wenn es eine Institution geben soll mit anderen, wo es etwas bewirken soll, dann kann ich wohl verlangen, wenn es nicht gesetzlich eingefordert werden darf, dass es dann auch seine Wirkung an einer Stelle entfaltet, zum Beispiel beim Kinderschulessen, in der Bildung, bei dem Zugang zu Bildungseinrichtungen und Ähnliches, was total vom Staat in den letzten 30 Jahren vernachlässigt wurde. Ja. Und was die Grundlage dafür ist, dass eben die Vermögen nicht ordentlich verteilt sind. Was über die kalte Progression passiert, dass jemand, der gutes Geld verdient, so viel Steuern bezahlt, dass er sich nicht mal das Einfamilienhäuschen mehr leisten kann. Das ist das Problem. Und da hat die Politik gezeigt, dass sie nicht in der Lage ist, mit Steuereinnahmen vernünftig umzugehen. Sie haben doch vorhin gesagt, dass der Angestellte von Ihnen sich das Häuschen nicht wird leisten können und dass das wohl auch in Ordnung ist. Also wenn Sie sich die Vermögen angucken, die 100 reichsten Deutschen, 2/3 davon sind geerbt. Das heißt, es gibt die Fälle wie Sie, aber die große Mehrheit hat geerbt. Und im letzten Armuts- und Reichtumsbericht gibt es ja eine Befragung von hochvermögenden Deutschen. Und die hat man gefragt, was ist der wichtigste Grund für ihren Reichtum? 2/3 haben gesagt, Erbschaften und Schenkungen. Das ist doch nicht schlecht. Nach dem Krieg haben alle mit dem gleichen angefangen. Es gab ein paar Ausnahmen. Aber alle haben mit dem gleichen Betrag angefangen. Und die Leute haben halt die Ärmel hochgekrempelt und geschafft. Und das haben sie natürlich nicht nur für sich gemacht, das haben sie auch für ihre Kinder und Enkel gemacht. Und die sind jetzt die Nutznießer. Und es geht jetzt nur darum, die dazu zu bewegen, etwas Vernünftiges zu machen, damit es auch in die Zukunft trägt. Die Frage ist doch, wem stehen die Vermögen zur Verfügung? Stehen sie der deutschen Volkswirtschaft zur Verfügung? Sind die Vermögen da, werden sie investiert? Und das ist doch die Frage. Sind deswegen sie in guten Händen? Die Familie Quandt hätte schon zigmal ihre Anteile verkaufen können. Und wo wird man dann das Geld wiederfinden? Irgendwo im Ausland? Nein, die bleiben diesem Land treu, indem sie weiter in BMW oder anderes investieren. Die Debatte ist doch, stellen Sie sich doch einfach mal vor, wir wären in einer globalisierten Welt. Und dann äußern Sie weiter Ihre Gedanken. Was macht denn das Kapital? Es steht uns nicht mehr zur Verfügung, weil es weg ist. Das ist doch hundertfach in Studien widerlegt. Selbst der wissenschaftliche Beirat vom Finanzministerium hat 2013 schon gesagt, dass das ein Ammenmärchen ist. Die größte Kapitalflucht, die es in Europa gab. Sie können auch als Unternehmer nicht einfach ins Ausland gehen. Vor 10 Jahren ist es ganz kapital. Wenn Sie als Erben ins Ausland gehen, müssen Sie da 5 Jahre einen Wohnsitzvorschuss haben, sonst werden Sie hier veranlagt. Sie brauchen keine Untersuchung. Schauen Sie es an. Frankreich. Ja. Vermögensteuer ist gekommen. Vermögen sind raus. Herr Macron ist gekommen, hat die Vermögensteuer wieder aufgeholt. Vermögen ist zurückgekommen. Arbeitsplätze sind geschaffen worden. Das lässt sich ablesen in Tabellen, ganz einfach. Wir stehen noch in einem internationalen Wettbewerb. Herr Solms, Sie haben eben gesagt, nochmal das Hohelied des Erbes gesungen. Wir haben alle gleich angefangen. Nehmen Sie es nicht als Polemik, aber das ist Ihr Familienschloss, was nicht mehr Ihres ist, sondern in Ihrer Familie, Sie sind ja eigentlich adelig, führen den Titel aber nicht, wird so vererbt, dass das Erbe zusammenbleibt.
Das bedeutet, ja, dass das nicht mehr Ihr Schloss ist, sondern das gehört Ihrem Bruder, jetzt Ihrem Neffen. Meinem Neffen. Ja. Also wir als nachgeborene Kinder haben auf einen Anteil an dem Familienerbe verzichtet. Nicht ganz, aber auf einen Anteil. Nein, wir haben verzichtet. Wir haben auch gute Ausbildung bezahlt bekommen und sind manns genug, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das Familienvermögen, das ja seit vielen Jahrhunderten zusammen steht, wird dann von jeweils dem Betriebsinhaber auf die nächste Generation weitergegeben und soll nicht angetastet werden. Das heißt, dafür wird so ein Haus wie dieses Schloss erhalten. Mein Neffe hat gerade das Dach völlig neu decken lassen und außen renovieren lassen. Das ist dann eine Investition von 1-2 Millionen. Und die müssen Sie aus Land- und Forstwirtschaft finanzieren. Das ist gerade am Rande noch möglich. Ohne irgendeinen staatlichen Zuschuss. Ich will nur sagen, das ist eine Philosophie des Erhalts eines Familienvermögens. Und ich finde, das ist auch, wird dem historischen Gedanken auch gerecht. Aber man kann auch anderer Ansicht sein. Hat es Ihnen ein besonders gutes Gefühl gegeben, selbst was hinbekommen zu haben? So, dass Sie zwar sagen, ich habe jetzt kein Schloss, aber ich habe auch nicht die Probleme mit dem Dach. Nun, ich habe mal eine Firma gegründet, mit geliehenem Geld wohlgemerkt. Und ich war erfolgreich, habe auch Glück gehabt, weil ich weiß, wie riskant das ist. Und habe dann nach 10, 11 Jahren die Firma verkauft. Und habe dann die finanzielle Unabhängigkeit gehabt, um Politik zu machen. Das finde ich auch gut. Ja, das könnte Ihr Vorbild werden, Herr Grüner. Ja? Aber ich weiß genau, wie riskant das ist. Und meine mittlere Tochter macht jetzt ein Start-up. Ich unterstütze sie, so gut sie kann, aber sie muss es schon selber machen. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Sie weiß es auch nicht, aber sie kämpft. Wenn's schief geht, gefällt mir gut. Wenn es schief geht, haben Sie eine Kriegskasse für Töchter, die mit einem Start-up, was nicht unwahrscheinlich ist, scheitern? Ich finde, dass da viel mehr getan werden müsste. Das ist eine geschickte Antwort. In Köln, es geht um ein Großprojekt, was er gerne schnell bauen wollte. Aber es hat geklemmt und da wollte er den Behörden und der Oberbürgermeisterin mal ein bisschen Beine machen. Und das sah so aus. Okay, aber 1.7. Baubeginn ist ein bisschen spät, ja? Mit 12 Monaten Genehmigungszeit an der Stadt Köln. Ich würde versuchen, trotzdem auf die Tube zu drücken. Machen wir ja an allen Ecken und Enden. Die Stadt gibt aber auch klar zu verstehen, dass sie Prioritäten in der Bearbeitung setzen muss, weil sie das Personal nicht hat. Nee, das geht nicht. Da müsste ein Gespräch mit der Bürgermeisterin her. Ich will im Frühjahr diese Baugenehmigung haben. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich will die 30.3. haben. Ich möchte am 1.4. anfangen. Ich will 18 Monate später einsehen. Und wir können Ihnen ja dann ankündigen, dass die Niederlassung Nordrhein-Westfalen sich dann vielleicht doch nach Düsseldorf einfährt. Das wird die Herrschaften, die das da gerade in der... Ich glaube, dass die Frau Reker, wenn die Gewerbesteuerzahlungen der CG-Gruppe hier anteilig wegfallen... Das müssen wir dann... Also wird sie schon beeindrucken. Bin ich fest davon überzeugt. Herr Kühnert, was ist, Herr Kühnert, für Sie ein engagierter Unternehmer oder ein Erpresser? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es zieht sich ja durch diese ganze Dokumentation und auch durch diesen Schnipsel ein roter Faden durch. Nämlich, dass Herr Grüner es offensichtlich als ungerecht empfindet, dass er mit seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten und dem, was er zweifelsohne dort schafft, dass er dort nicht eine gewisse besondere Behandlung bekommt. Er möchte, dass das dort schneller bearbeitet wird. Er möchte aber nicht, dass es schneller für alle unbedingt bearbeitet wird, sondern möchte, dass sein Antrag schneller bearbeitet wird. Nun mache ich selber Kommunalpolitik und weiß, dass in solchen Ämtern, übrigens unter häufig schwierigen Personalsituationen, sehr gewissenhaft und nach Regeln solche Anträge abgearbeitet werden. Wird er nun also mit seinen Anträgen schneller behandelt, heißt das, dass andere, die vielleicht wirklich sozialen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, dass die langsamer behandelt werden. Das kann doch nicht ernsthaft der Anspruch sein. Und wenn ich das zusammennehme mit anderen Aussagen von Ihnen, ich habe noch sehr genau das Bild vor Augen, wo Sie bei dieser Charity-Gala auf der Bühne stehen und sagen, wir, die wir Zeit und Geld haben, wir sind der Staat. Das ist eine wörtliche Aussage. Und als Drittes nehme ich noch dazu, dass im Kreisel in Berlin-Steglitz, den wir auch in der Dokumentation gesehen haben, wo Sie so beschwingt hochgelaufen sind,
Den haben Sie als Werbeträger bei der letzten Bundestagswahl dem örtlichen CDU-Kandidaten zur Verfügung gestellt, der da auf 400 Quadratmetern ein großes Werbeplakat drauf gemacht hat. Wenn ich das alles zusammennehme, dann kommt am Ende der Anspruch raus, als Leistungsträger in der Gesellschaft besonders bestimmen zu können. Und dafür gibt es einen Begriff, und das ist Oligarchie. Und ich bin gegen Oligarchie und für Demokratie. Das ist peinlich, was Sie da sagen. Nee. Herr Gröner, das ist... Herr Gröner, nur ganz kurz. Sie können sofort antworten. Ich will nur wissen... Sie wollten am 1. April anfangen zu bauen. In Köln haben Sie angefangen. Wir haben jetzt Mai. Ganz entscheidend ist, nein, wir haben nicht am 1. April angefangen. Ganz entscheidend, ich war bei Frau Reker und ich habe sie nicht erpresst, sondern ich habe ihr gesagt, wir können 1 Milliarde investieren. Was sagen Sie dazu? Und unser Verwaltungsrecht sieht eindeutig vor, dass große Investitionen bevorzugt behandelt werden. Und wenn der Herr von den Linken es nicht verstanden hat, dass große Investitionen, wo mehrere tausend Wohnungen entstehen, sie sind für mich von den Linken. Nicht links der Partei, sondern von den... Frau Wagenknecht sieht anders aus. Ja, nein, das aber das ist doch eins. Was, er ist das, der Vorsitzende doch, der Jusos. Das weiß ich schon, das sind für mich... Aber das interessiert ihn nicht so sehr. Das sind die Linken. Ja. Und wenn da unterstellt wird, wenn Sie einfach große Investitionen vorhaben, wo ganz viel Wohnraum entsteht, auch sozialer Wohnraum im Übrigen entsteht und natürlich nicht die Forderung danach besteht, dass sozialer Wohnraum langsamer genehmigt wird, damit mein ach so frei finanzierter Wohnraum, der schädlich ist, bevorzugt wird. Das ist doch die Fantasie von Menschen, die wirklich mit der Realpolitik überhaupt nichts zu tun hat. Es geht darum, dass wir in der Tat für große Vorhaben die Menschen in der Stadt für uns gewinnen müssen, die in einer Zeit von wenig als 12 Monaten, wir waren zu diesem Zeitpunkt, haben 12 Monate auf eine Baugenehmigung gewartet. Stellen Sie sich das mal vor. Da laufen Zinsen an, da sind Kosten angelaufen ohne Ende. Und da ist so ein Vorhaben von denjenigen, die in den Städten solche Dinge bewegen. Können Sie jetzt bauen oder nicht? Am 1.7. können wir bauen. Am 1.7. können wir bauen. Und da hat die Frau Reker einen riesen Job machen müssen, musste sich ganz toll engagieren und sie ist nicht erpresst worden, sondern wir haben offen gesprochen und gesagt, wir können hier große Beträge investieren, unterstützen Sie das. Und genauso ist das Gespräch abgelaufen und genauso ist es dazu. So, Oligarch, auf nach Russland. Der Vorwurf des Oligarchen steht im Raum. Was unterscheidet Sie von einem Oligarchen? Ist doch einfach peinlich. Ich glaube an die Demokratie und die Demokratie ist das Wichtigste und das Schönste, was wir... Welchen Anteil haben die Linken an der Demokratie? Naja, sie haben den Anteil, dass sie die letzten 60 Jahre mitgewirkt haben und jetzt noch 17% haben. Zumindest die Linken, die eher... Herr Gröner, was meinen Sie mit der Aussage, wir, die wir Zeit und Geld haben, wir sind der Staat? Das haben Sie wörtlich gesagt. Ja, alles sind der Staat, weil immer wieder irgendwelche Menschen auf die Idee kommen zu sagen, der Staat soll etwas tun. Und der Aufruf an alle, die in diesem Land leben, sich als der Staat zu fühlen. Dann haben Sie ein wichtiges Wort vergessen. Ob Fußballtrainer, ob Millionär, ob Reicher, wir machen den Staat aus. Und es wird immer nach dem Staat gerufen. Willy Brandt hat die Ära eingeläutet. Der Staat kann es besser. Völliger Blödsinn. Wir, die Bürger, sind der Staat. Und wir müssen verantwortlich handeln. Und das müssen wir rumbringen. Herr Gröner, Oligarch hat eher gesagt, ich habe das böse Wort Erpresser benutzt. In diesem Schnipsel, wie Sie sagen, ist deutlich zu hören. Wie Sie sagen, vielleicht sollte man da mal fallen lassen, dass wir die Niederlassung Köln auch nach Düsseldorf verlegen. Wenn es dort leichter zu investieren geht, wollen das meine Aktionäre. Ja, erstens treffen Sie damit natürlich die Kölner Seele, auch noch nach Düsseldorf zu gehen. Das geht ja überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Das war ja Absicht. Was mir aufgefallen ist, dass Sie Mitarbeiter um sich herum haben, die Ihnen davon abraten. Was mir auch aufgefallen ist, dass Sie sich nicht dran halten. Aber Sie haben ja noch Widerspruch in der Firma. Es ist ja deutlich zu hören, wie eine Kollegin sagt, das bringt nichts. Gut, es hat dann doch was gebracht, vielleicht auch nur 3 Monate. Wenn man sagt, okay, wenn ihr nicht spurt, dann entziehe ich euch anteilige Gewerbesteuer. Was ist das anders als Erpressung? Das geht doch gar nicht darum, dass ich etwas... Was ist das anders als Erpressung? Das bedeutet doch ganz einfach, ich investiere da, wo meine Investitionen beliebt sind und gesucht werden. Gehe ich nach Düsseldorf, habe ich in der Tat eine Verwaltung, die etwas leistungsfähiger ist, schneller ist und tatsächlich schneller umsetzt. Und diese Erfahrung, die wir in dieser Niederlassung haben, macht mich doch als derjenige, der für die Aktionäre arbeitet, bringt mich doch in die Verpflichtung zu sagen, ich gehe dahin, wo ich das Beste... Sagen Sie mal, warum Sie jetzt plötzlich nur noch für Aktionäre arbeiten? Eben waren Sie noch Mittelständler. Ich bin 50-prozentiger Aktionär und natürlich arbeite ich für das Kapital, das mir zur Verfügung gestellt wird. Das kostet mehr oder weniger Geld. Und als Vorstand einer Unternehmung in dieser Größenordnung, bin ich diesem Kapital in gewisser Weise verpflichtet. Ich muss tatsächlich Entscheidungen treffen, die dem gerecht werden. Aber das ist im Grundprinzip dasselbe, was Unternehmen wie Apple und Amazon auf europäischer Ebene machen. Die sagen, in Irland oder in Luxemburg zahlen wir so gut wie keine Steuern. Also gehen wir dahin, machen unser Geschäft von da. Für Gesamteuropa in der Summe gibt das ein ungeheures Minusgeschäft.
Und diese Logik können Sie natürlich auf allen Ebenen durchziehen. Es ist letztendlich dasselbe, was jetzt Amazon in den USA macht. Die Städte können antreten. Wer bietet die besten Konditionen? Die niedrigsten Steuern, die meisten Zuschüsse. Und da würde ich sagen, das ist natürlich Erpressung. Wir arbeiten nur mit Unternehmen, die in Deutschland ihre Einkommen versteuern, die ihre Gelder versteuern. Wir haben ganz klare Grundprinzipien. Sie werden die CG-Gruppe nicht dabei erwischen, dass sie mit irgendeinem Coffee-to-go oder sonst was zusammenarbeitet, der hier nicht versteuert. Das kann man leicht lösen, sowas. Herr Soms, wenn Sie die Fantasie haben, Sie Oberbürgermeister in Köln wären. Ja? Manche würden das als Strafe betrachten, aber wenn Sie es wären, wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen zugetragen würde, da kommt ein großer Investor und sagt, pass mal auf, jetzt Baugenehmigung bis 1. Mai, 30. April, andernfalls Düsseldorf. Was würden Sie dann sagen? Ich würde mich auf diese Erpressung nicht einlassen, aber sagen, wir brauchen die Wohnungen in Köln und ich muss als Oberbürgermeister alles tun, um so schnell wie möglich so viele neue Wohnungen wie möglich zu bekommen. Ja, das müssen wir durchforsten und vereinfachen und beschleunigen. Das ist doch das Interesse der Bürger, die die Wohnungen suchen. So, wenn wir uns mal angucken, Herr Hartmann, unser großes Thema, unsere Spur ist ja tatsächlich, wir haben eine Schere, die auseinandergeht. Wir haben eine Ungleichheit, die wirklich zum Problem wird. Ich glaube, das konstatieren alle hier. Und die Frage ist, wenn zum Beispiel darüber, wie wo gebaut wird, noch mehr sich separiert, da oben in der Oberstadt, wie es mal früher hieß, in einem Chanson, da wohnen die einen und in der Unterstadt die anderen. Was bedeutet das, wenn Menschen sich an den Rand gedrängt fühlen oder tatsächlich an den Rand gedrängt werden? Also in die guten Viertel ziehen immer mehr wohlhabende Leute und in den schlechten bleiben die, die sich sonst nichts leisten können im Norden. Die begegnen sich dann nicht mehr? Die begegnen sich nicht mehr. Also es geht so weit und also da fängt, finde ich, an, das an, gefährlich zu werden. Weil sogar, also die bleiben in ihren Stadtteilen, das geht so weit bis zum Fußball. Also spielt der Essener Norden gegen Mannschaften, angefangen von den Knirpsen, gegen die Mannschaften im Essener Norden und der Essener Süden, gegen die Mannschaften aus dem Süden. Das Freizeitverhalten ist völlig geteilt. Die im Süden fahren an den See, die im Norden kommen da so gut wie gar nicht hin. Also wir haben auch Familien besucht, die uns das geschildert haben. Und die eine Familie aus dem Essener Norden, das fand ich sehr gravierend, was die erzählt hat, ist, sie wollte ihr Kind auf eine gute Schule schicken im Süden oder zumindest so im Grenzbereich. Und sie hat diesen Platz nicht bekommen und die Schulleiterin hat ihr gesagt, was wollen Sie denn, Ihr Kind, Sie kommen aus dem Norden. Ihr Kind müsste 20 Minuten mit der S-Bahn fahren oder so, um da hinzukommen, war auch eine staatliche Schule, also keine Privatschule, aber sie hat sie trotzdem nicht genommen, weil es eben nicht die in der Nähe war. Das finde ich bedenklich, wenn es so weit geht, dass eine Postleitzahl, der Essener Norden ist daran zu erkennen, über Schicksale entscheidet und über die Chancen, die Kinder aus den Vierteln haben. Da sind wir wieder bei der Chancengerechtigkeit durch Bildung. Wenn Sie bauen, gibt es ja häufiger mal Proteste, wenn Sie in alte Kiezviertel gehen, wie in Berlin, da geht es dann rau zu. Wie sehen Sie Ihren Anteil an dieser Entwicklung, dass eine Durchmischung, die es früher gab, zugunsten einer Wasserscheide Norden, Süden, Ober-, Unterstadt entsteht? Nun ja, wir sind erstmals ein Unternehmen, das in keinem Fall investiert, wenn Mieter schon vorhanden sind. Da haben wir für uns eine eigene Geschäftspolitik. Wir wollen niemanden verdrängen und deswegen kaufen wir nicht da, wo schon Mieter vorhanden sind. Sie haben das am Beitrag gesehen. Wir kaufen leerstehende Hochhäuser oder leere Quartiere auch in der Riegerstraße. Und es geht uns eben darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Und wir sind sehr dafür, dass das kooperative Baulandmodell, das wir ja in ganz Deutschland in verschiedensten Facetten umsetzen, weil wir fest. Können Sie das in 30 Sekunden sagen, was das ist? Das bedeutet einfach, wir bauen 100 Wohnungen, 30 sind davon gefördert oder Sozialhilfeempfängern zugänglich. Das bedeutet, wir haben auf einem Grundstück alt, jung, arm, reich in verschiedensten Facetten da. Und das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, weil es eben den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördert. Und ich möchte auch was tun für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich finde ganz wichtig, dass Sie diesen Aspekt noch, was Sie so tun, dazu gedichtet haben. Ich würde Sie noch gerne fragen, Sie sind ja ein Linker, das haben wir ja gehört. Was ist er für Sie? Ja, ganz klassisch ist er erstmal ein Kapitalist. So. Anlässlich von 200 Jahren Karl Marx kann man ja mal daran erinnern, dass es sowas in der Gesellschaft gibt, kann man auch aussprechen, ohne Schaum vom Mund zu kriegen. Gut, jetzt haben wir die Fronten geklärt, wir haben verschiedene Modelle auch bewegt. Ganz kurz nur, wer will was dazu sagen? Was
passiert, wenn sich nichts ändert? Oder ist einer hier in der Runde, der sagt, wir müssen da nichts tun, das wird sich alles selbst ausmachen? Gibt es einen hier in der Runde? Nein. Auch sonst? Nein. Ja. Gut. Wer möchte denn sagen, was passiert, wenn sich da nichts ändert? Ich behaupte nicht, wir hätten das Rezept dazu gefunden. Also, wenn sich nichts ändert, wird die Spaltung der Gesellschaft in einen sehr kleinen Teil oben, der sehr vermögend und einkommensstark ist, der in bestimmten Wohnvierteln wohnt, und einen großen Teil unten, also diese 40%, die real nichts dazu gewonnen haben in den letzten 20 Jahren, massiv zunehmen. Und irgendwann wird das zu entsprechend massiven Konflikten führen oder aber zu politischen Entscheidungen, die sich bei der AfD oder beim Front National zeigen. Die Spaltung der Gesellschaft wird am Ende sich nicht nur sozial vollziehen, sondern am Ende wird sie sich dann auch politisch vollziehen. Das, was wir sehr allgemein als Rechtsruck im Moment beschreiben, das kann man jetzt schon in verschiedenen Studien ablesen. Ich will die jetzt nicht ausführlich zitieren, keine Sorge, aber ich empfehle allen den Blick in die Studie, die Rückkehr zu den politisch Verlassenen, die wunderbar aufzeigt, dass der Rechtsruck in großen Teilen unserer Gesellschaft weniger mit Fremdenfeindlichkeit, Flüchtlingen und Islamisierung zu tun hat, sondern mit einer tiefsitzenden Unzufriedenheit darüber, dass der Staat sich aus elementaren Bereichen seiner Aufgaben zurückgezogen hat. Bezahlbares Wohnen, öffentliche Infrastruktur, Mobilität und Ähnliches. Wenn wir das nicht abstellen, geht der soziale Frieden weiter auseinander. Mit wem würden Sie gerne aus dieser Runde mal für einen Tag tauschen, um was herauszufinden? Bitte um kurze Antwort. Ich würde gerne mit Herrn Kühnert mal tauschen, um herauszufinden, ob wir in seiner Partei Gesprächspartner finden, die gemeinsam Deutschland so gestalten, dass kein Antagonismus zwischen den verschiedenen Schichten entsteht, sondern ein Zusammenwirken. Herr Solms, mit wem würden Sie tauschen? Ich würde mit Frau Weiguni zusammen sein, gerne, um... Das müssen Sie Ihrer Frau erklären. Ich würde gerne mit Herrn Gröner tauschen, schlicht und ergreifend, um herauszufinden, ob das, was er macht, glücklich macht. Und ich würde gerne mit Herrn Solms tauschen, um zu sehen, wie die FDP zu ihrem politischen Programm kommt. Vielen Dank, macht es gut.